Herzlich willkommen, eure Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute werden wir wieder fischen gehen, denn uns fehlen uns noch zwei ganze Fische. Einmal der Napoleon-Fisch, den gibt es im Meer. Und einmal den Igelfisch, den gibt es auch im Meer. Ich bin gespannt, welchen wir heute fangen werden. Und ja, aber vorher machen wir noch eben hier unsere Tour. Misusu ist nicht zu Hause, Edda auch nicht. Dann gehen wir erstmal hier im Shop nachschauen, was es hier so Schönes heute gibt. Oh, irgendwie blendet mich mein Laptop. So besser. Ja, was habt ihr denn Schönes? Okay. Ihr habt mal wieder nur Mist. Richtig. Ich kaufe mir mal noch eine Angel. Nehme ich. Oh, andere Farbe, okay. Sehr schön. Was haben wir hier? Okay. Ich habe außerdem gesehen, dass man beim Nook Shopping auch noch komplett andere Badeanzüge haben kann. Ich habe hier, glaube ich, einen bestellt. Ich gucke gleich mal in die Kiste rein. Also in mein Inventar. Das war der Bambus. Ich dachte von dem Bambus, da kann man doch eigentlich nicht genug haben. So, dann haben wir hier noch zwei Poster, denn ich möchte gerne alle Bewohner, die ich je hatte, als Poster haben. Guck mal, das ist jetzt mein Taucheranzug. Sehr schön, oder? Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Bist du zu Hause? Nee. Okay. So, dann gehen wir aber als erstes mal hier hinten hin, denn da sehe ich schon mal eine coole Muschel wieder. Wir können ja auch eigentlich schon mal unsere Angel rausholen, falls wir was sehen. Oh, da haben wir doch schon was. Den ersten Kandidaten für meine Angel. Boah, ich muss nur noch treffen können. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Jetzt aber. Super. So, was bist du Schönes? Ich kann natürlich auch wieder von meinem... Oh, da haben wir ihn schon. Ja. Ein Igelfisch. Du warst wieder schneller. Einen Seehasen habe ich keinen gefangen. Oh. Leute, ich wollte euch gerade von meinem Traum erzählen, aber... Okay, dann... Wir haben unser Ziel erreicht für heute. Wir haben einen Seeigel gefangen. Den bringen wir jetzt noch zum Museum. Wir schauen uns aber gleich noch eben den Festplatz an. Ist Rainer mal da? Rainer ist nie da, Leute. Rainer kommt einfach nie. Na egal, wir suchen noch das Rezept hier hinten. Und fangen noch ein paar Zikaden. Oh Leute, ich weiß noch, wie ich die Leute immer abgefuckt habe mit diesen Zikaden in Minecraft. Ich habe die dann immer random irgendwo hin platziert und die haben die ganze Zeit dieses Geräusch da gemacht. Das fanden die Mitspieler nicht ganz so toll, aber ich fand es umso lustiger, weil die sich immer so aufgeregt haben. Oh ne, jetzt habe ich... Oh Gott, ich bin blöd. Ist eigentlich der Napoleon-Fisch? Ne, ist kein Haifisch, ne? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Achso, stimmt. Wir wollten uns aber noch Dings angucken. Bunthosenkrone, okay. Wir wollten uns noch eben bei Nook Shopping vorbeischauen. Das machen wir gleich noch. Können wir auch jetzt machen. Jetzt wo ich hier bin. Denn wir haben ja noch keine 9 Uhr für die Kleidung. Für Sina und Tina. So. Ja, ach komm, nehmen wir jetzt mit. Und gehen hier dran. Willkommen beim Nook-Portal. Wie kann ich Ihnen helfen? Bitte wählen Sie einen folgenden Service aus. Nook Shopping bitte. So. Okay. Badesonder. Okay. Blatt. Achso. Okay, das habe ich ja. Das habe ich ja. Die Poster habe ich jetzt auch alle. Schon mal. 4, 4. 1, 2. Achso. Nur von Freunden wahrscheinlich, oder?
dem man sich mal etwas länger unterhalten hat. Aber mit Renata, mit Gretel habe ich mich nie unterhalten. Eigentlich. Weil Mischka ist doch schon längst weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Okay. Muss ich mich wohl noch mit welchen hier unterhalten? Achso, mit, vielleicht mit den zwei Neugezogenen. Damit ich dann von denen auch Booster kaufen kann. Dass der Rüdiger nicht dabei ist, ne? Das finde ich schon lustig. Okay, hallo Entchen. Oh, hallo, ich grüße dich. Ich wollte mit dir reden. Ich habe vorhin etwas gerochen, was nach Backfisch von meiner Mutter roch. Ich vermisse sie. Oh, wie geht's, Michelle? Juhu. Ach, Sisa ist im Moment zu Besuch auf Nimmerland. Falls du zum Beispiel Interesse an einem neuen Teppich hättest, solltest du zu ihr gehen. Das ist ein guter Tipp. Dankeschön, Olivia. Ich werde sie gleich ausfindig machen. Aber erst müssen wir noch den Strand entlang laufen. Denn wir brauchen jede Sommermuschel, die wir finden können. Ah, Moritz, welch ein Vergnügen, dir heute zu begegnen, träumen. Manchmal ist mir das Inselleben etwas zu entspannt. Man muss sich die Tage irgendwie strukturieren, sonst fließen sie nur dahin. Du liebe Zeit. Was du liebe Zeit? Na nur, stimmt etwas nicht? Ich glaube, am kommenden Sonnabend wird das Angelturnier abgehalten. Ich nehme an, du wirst teilnehmen, ne? Beim Angeln muss man nicht viel herumlaufen und schwitzt auch nicht so. Das schätze ich daran. Nee, Angelturnier finde ich nervig. Ist wirklich nervig. Ich wollte eigentlich noch über meinen Traum erzählen, den ich bis vorhin noch völlig im Kopf hatte, aber jetzt ich ihn gerade nicht mehr weiß. Kacke. Nein, kacke. Ich habe mir ihn diesmal nicht aufgeschrieben, weil ich so viel noch wusste. Über 3 Stunden lang, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr. Kacke. Ah, irgendwas mit Beschützen. Dass ich irgendwie so einen Heldenkomplex hatte im Traum. Dass ich jeden retten musste und sowas. Kacke, weiß ich gerade echt nicht mehr. Mist. Mist, Mist, Mist. War auf jeden Fall ein schöner Traum, Leute. Ja. Das kann ich auf jeden Fall behaupten. Oh, boah, ich hasse das, Leute, ne? Mein Gott, dann packt den Taucheranzug halt weg, Alter. Ach, so nervig. So nervig. Ja, gar kein Problem, ja. Habe ich auch nicht anders erwartet. Kleines Ding. Oh, Flammenschild. Das haben wir noch nicht, ne? Das haben wir tatsächlich noch nicht. Eine Fußballhose. Cool. Ich weiß zwar nicht, welche Farben wir haben, aber das weiß bestimmt jemand anders. Boxerhelm. Sieht aus wie eine Pflanze. Ich nehme mal den Pflanzenhut mit. Paar Outdoor. Okay. Ja. Ja, tragen wir mal so. Sieht so scheiße aus. Ja, ich will wieder rein. Danke. So, dann kaufen wir uns hier noch die schwarze. Ach, kann ich gar nicht. Steampunk Outfit. Dann einen Hut. Nee, dann Schnulli will ich nicht. Ja, danke schön. Dankeschön. Und die Bildschirmzeit der Woche, der letzten Woche betrug 2 Stunden und 23 Minuten im Durchschnitt. Cool. Also am Tag. Ja. Yeah. Oder? Ja, ja, pro Tag, ja. 2 Stunden 23 Minuten. Ich weiß nicht, ob Aufblinken auch was auch zählt. Das weiß ich gar nicht. Wir könnten vielleicht auch mal die Tage dem Museumsdings hier ein bisschen schöner machen. Mit Blumen und sowas. Aber erstmal spreche ich mir jetzt Eugen an. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum vom Nimmerland. Wie darf ich Ihnen dienen? Ich will etwas stiften. Was gedachten Sie denn zu stiften? Hier, ein Igelfisch.
Huh, das ist ja ein Igelfisch. Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes erzählen zu diesem Igelfisch. Sehr gerne. Famos, sowas lässt man sich nicht zweimal sagen. Wie sein Verwandter, der Kugelfisch, kann sich ein bedrohter Igelfisch zu einem stacheligen Ball aufblasen. Der wohl größte Unterschied ist, dass der Igelfisch nicht so wie der Kugelfisch extrem giftig ist. Seine vergleichsweise Harmlosigkeit macht ihn trotz des Aussehens zu einer weitaus besseren Gesellschaft. Und das war's im Groben. Denken Sie mal darüber nach, dann will ich Ihre großzügige Spende sogleich ausstellen. Ich danke Ihnen vom Herzen. Kann ich Ihnen noch mit irgendwas anderem behilflich sein? Nee, passt schon. Sehr gut, dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt. Ja, cool, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Wir haben das erreicht, was ich schaffen wollte, und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und...